Kanzlerin Merkel und Ivanka. Aus einer Vision ist jetzt Realität geworden. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ihre führende Rolle ist wirklich sehr inspirierend. Der US-Präsident ist eingetroffen und neben ihm jetzt die Kanzlerin. Küsschen zwischen Angela Merkel und Ivanka Trump. Also für diejenigen, die noch nicht so lange bei uns heute Morgen dabei sind. Das ist eine Veranstaltung, die zum Rahmenprogramm, zum offiziellen Rahmenprogramm dieses G20-Gipfels gehört. Ein besonderes Anliegen der Kanzlerin, die diese Veranstaltung initiiert hat und gemeinsam mit der Weltbank durchgeführt hat. Es geht um die Stärkung der Frauenrechte. Natürlich auch in der dritten Welt, aber auch bei uns in den Industrieländern besseres Fortkommen, bessere Chancen für Frauen zum Beispiel als Unternehmerinnen. Ich freue mich wirklich und ich bin auch stolz, heute hier zu sein, um diese historische Initiative anzukündigen, die Millionen von Leben verändern wird. Viele großartige Frauen mit großem Unternehmergeist und mit Talenten sollen gefördert werden. Ihnen sollen neue Hoffnungsmöglichkeiten eröffnet werden. Frauen in den Entwicklungsländern und Industriestaaten spielen eine wichtige Rolle für Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Wenn mehr Frauen berufstätig sind, das bedeutet dann natürlich auch sehr viel mehr Wettbewerb für Leute wie mich, also bevor ich Politiker wurde. Also sehr viel Wettbewerb und Konkurrenz, sehr talentierte Konkurrenz. Aber die Weltwirtschaft wird wachsen und Millionen von Menschen werden aus der Armut herauskommen. Millionen von Menschen werden Arbeitsplätze bekommen. Die kritischen Investitionen, die wir heute ankündigen, werden zur wirtschaftlichen Befähigung und Unterstützung der Frauen weltweit beitragen, wie ich am Donnerstag in Polen gesagt habe. Die Befähigung und Unterstützung der Frauen, das ist ein Kernwert, der uns alle einigt. Ich bin sehr stolz auf meine Tochter Ivanka. War ich immer. Sie hat sich engagiert eingesetzt für diese Finanzierungsinitiative zur Förderung von Unternehmerinnen. Vielen Dank, Ivanka, für die tolle Arbeit, die du geleistet hast, zusätzlich zu der tollen Arbeit, die du in den letzten Wochen und Monaten noch geleistet hast. Du hast die Bundeskanzlerin unterstützt, aber du hast auch dich eingesetzt für Frauen weltweit und dafür möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken. Und ich bedanke mich bei all den Ländern, die uns unterstützt haben. So viele Länder haben Geld bereitgestellt. Bundeskanzlerin Merkel und Ivanka, aus einer Vision ist jetzt Realität geworden und eine stark finanziell unterfütterte Realität. Vielen Dank für Ihre Anstrengungen und Ihr Engagement für diese kritische und wichtige Sache. Und mir gefällt das, weil so viele Arbeitsplätze geschaffen werden, nicht nur für Frauen. Die Frauen werden initiativ werden, Unternehmen gründen und das bedeutet dann Arbeitsplätze für die Menschen. Wir beglückwünschen alle Beteiligten zu diesem Projekt und Präsident Kim hat mir erst vor kurzem gesagt, dass dies eines der wichtigsten Initiativen ist zur Unterstützung von Unternehmerinnen, die es je in der Geschichte gegeben hat. Also da gibt es kaum etwas Vergleichbares und das ist eine tolle Leistung. Und es freut mich ankündigen zu können, dass unsere Regierung auch einen erheblichen Beitrag zu diesem Fonds leisten wird. Die Frauen stehen vor vielen Hindernissen weltweit, wenn sie Unternehmerinnen werden wollen. Einmal geht es um den erschwerten Zugang zum Kapital, aber auch um Zugang zu Mentoren und Mentorinnen. Und wir wollen hier den Frauen mehr Chancen eröffnen, damit sie ihr gesamtes Potenzial auch ausnutzen können. Also ich weiß, wie groß dieses Potenzial ist, unbegrenzt. Indem wir in die Frauen investieren, investieren wir in Familien, investieren wir in Wohlstand und investieren wir in Frieden. Mit den 50 Millionen Dollar, die die USA bereitstellen, werden wir auch weiterhin federführend sein auf der internationalen Bühne, wenn es um die Befähigung von Frauen geht, sowohl finanziell wie auch in anderer Art und Weise. Ich darf allen gratulieren. Das war wirklich sehr schwierig, aber sobald das Ganze auf den Weg gebracht wurde, haben sich die Dinge so entwickelt, wie das niemand erwartet hat. Ich bedanke mich wirklich bei allen Anwesenden, bei allen Beteiligten und vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ihre führende Rolle ist wirklich sehr inspirierend. Ich darf mich bei allen herzlich bedanken.